Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webseminar Marktanalyse Live. Ich bin Mike Thielen und wir werfen jetzt gleich mal wieder einen Blick auf die Märkte. Es hat sich ja wieder viel getan. News- und kurstechnisch muss man da ja leider sagen. Und daher schauen wir drauf. Bild und Ton sind in Ordnung. Das ist gut. Dann schauen wir erstmal auf den Disclaimer. Das alles das, was ich euch hier sage und zeige, nur der Information und Demonstration dient, kein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten darstellen soll, eben auch keine Beratung oder Empfehlung ersetzt. Das dazu und wie gesagt, es gibt ja einiges zu sehen an den Märkten und auch die ein oder andere Frage, die mich zu bestimmten Basiswerten, aber auch zu so genereller Natur ereilt hat im Vorfeld, da können wir gerne drauf eingehen. Schauen wir jetzt zunächst mal auf den DAX und es ist sicherlich kein Geheimnis, das wisst ihr alles, durch die News, die wir hier haben, Ukraine und Russland-Konflikt, dass dort natürlich jetzt entsprechend Russland gesagt hat, die Separatistengebiete sind unabhängig und damit quasi sich selbst ermächtigt hat, da einzumarschieren und eben auch viele Menschenleben zu gefährden. Das ist jetzt passiert und das hat man eben hier auch an den Märkten gesehen, als es eben auch deutlichst runtergegangen ist. Ich mache dazu mal den DAX auf. Und groß mache ich noch nicht. Moment, erst einmal packen wir hier die Marktampel rein und es hat sich natürlich nicht viel verändert. Die Marktampel ist immer noch knallrot. Wir haben eben hier eine Gegenbewegung heute und gestern gesehen von den Tiefs, die wir ungefähr bei 14.300 Punkten erlebt haben und wo es dann nach unten gegangen ist. Marktampel ist rot aufgrund dessen, wir sind im Abwärtstrend, wir sind unter den großen gleitenden Durchschnitten, 50-Tageslinie, 100-Tageslinie, 200-Tageslinie. Wir haben hier einen noch größeren Sprung gemacht bei der ATR, jetzt mit 329, also hier jetzt in dem Falle wirklich doppelt so hoch und mehr als doppelt so hoch vom aktuellen Kurs gesehen. Wenn man das sich anschaut, also 2% anstatt 1%, was gut wäre für steigende Märkte, 1% ATR. Wir sind aber bei über 2%. Und der VDAX New, wenn man sich den betrachtet, der ist bei 32. Entspannt kann man sein, wenn er bei unter 20 ist. Das ist ja auch so eine Art der erwarteten Volatilität der Marktteilnehmer. Das ist der VDAX New und der ist, wie gesagt, bei 32, also auch nach oben gesprungen. Und solange der eben erhöht bleibt, ist hier eben die Gefahr weiter fallender Kurse größer als das Potenzial steigender Kurse. Also das zur Marktampel und zur Volatilität. Jetzt schauen wir mal auf den DAX, was er hier eigentlich so gemacht hat. Und er hat nichts weiter gemacht, als den großen, großen Unterstützungsbereich zu unterschreiten. Also keine gute Geschichte, die er hier gemacht hat. Dieser Bereich hat ja immerhin seit Mai letzten Jahres gehalten, immer wieder zwischen 15.100 und 14.800 Punkte, war also sehr, sehr bedeutend und er wurde jetzt erstmal unterschritten. Das muss man hier einfach erst einmal so festhalten. Wer am Montag mein Video gesehen hat zum Markt und als es eben so nach unten gerappelt ist, der hat auch schon gesehen, dass die nächsten Zielbilder hier so in dem Bereich von 14.300 und dann eben hier auch wieder so eine Unterstützungszone zwischen 13.700 ungefähr und eben hier oben 14.100 unterwegs ist, wo der DAX da auch Halt finden könnte, wo er jetzt auch erstmal Halt gefunden hat. Erstmal muss man da auch nun dazu sagen. Und damit haben wir, wenn es eben hier nochmal eine weitere Abwärtsbewegung geht, ob und wie und wann,
Dazu kommen wir gleich. Eben noch weiteres Kurspotenzial nach unten. Wie gesagt, 14.100 und 13.700 sind da sicherlich problemlos auch als nächstes möglich. Der Abwärtstrend hat jetzt dazu geführt, den wir jetzt hier seit mal mindestens Anfang des Jahres ausgebildet haben, hat aber jetzt auch eben dazu geführt, dass wir den großen Aufwärtstrend gebrochen haben. Denn wir sind eben unter diese 14.800 Punkte Marke gekracht. Also, wenn man sich die Verschachtelung der Trends anschaut, es gibt immer mal wieder kleinere Trendbrüche von kleineren Trends. Jetzt haben wir den großen Trend erst einmal gebrochen. Und das sieht also dort auch eben der Marktampel in der roten Farbe zuträglich aus an der Stelle. Einen Abwärtstrend etabliert, den großen Aufwärtstrend gebrochen und damit eben nicht wirklich so vertrauenserweckend, was der DAX und was die Indizes dort machen. Jetzt haben wir gestern eine Erholungsbewegung gesehen, genau hier von diesem Unterstützungsbereich 14.300 Punkte an, wieder nach oben an das untere Bollinger Band heran und aber auch direkt wieder einen schwachen Tag gehabt. Idealerweise kontert man sowas, wenn man wirklich nach oben will, mit einem weiterhin oder weiteren starken Tag. Aber wir haben hier wieder mit einer roten Kerze geschlossen und vor allen Dingen auch, schaut euch an, die Lunte, die wir jetzt hier haben, oder der Docht besser gesagt, den wir hier haben. Also wir waren viel höher, das Ganze wurde wieder abverkauft. Das Ganze mutet da dann eben auch nach einer wieder Umkehrkerze an. Wenn ich jetzt mal weiterschaue auf den DAX im zum Beispiel Stundenchart, Aufwärtsbewegung natürlich kräftig gewesen. Da ging es eben auch 600 Punkte hoch vom Tief hier bis zum Hoch, was wir heute Morgen erlebt haben bei 14.900 Punkten, also wieder ein Pullback hier in den Bereich hinein. Aber dann ging es auch wieder nach unten. Und wie es nach unten ging, ist eben derzeit auch das Thema hier in einer dreiteiligen, in einer dreiwelligen Bewegung. Das deutet eher immer darauf hin, dass das hier eher so etwas wie eine Pause ist, die der DAX sich da auftut. Jetzt habe ich es schlecht gezeichnet. Und dass, wenn wir dann eben da unten rausfallen, so haben wir es eben jetzt auch gesehen heute Nachmittag, dass es dann durchaus nochmal zumindest hier in Richtung dieser etablierten Tiefs 14.500 und 14.300 mal mindestens gehen kann an dieser Stelle. Macht also keine große Hoffnung derzeit, einfach jetzt mal auf steigende Kurse nachhaltiger Natur zu setzen. Ich hatte dazu noch angesprochen, kommen wir gleich auch noch dazu, dass sich die Situationen ähneln wie vor ein paar Jahren. Nämlich, wenn ich hier mal, gehe mal in den Wochenchart, wir gehen mal ins Jahr 2014, passt ja vom Kontext auch, nämlich hier war ja auch die Krim-Annexion der Russen. Also wurde da ja auch schon mal ins Territorium der Ukraine eingegriffen. Und das Bild ähnelt sich doch frappierend, was wir gesehen haben. Erst seitwärts laufend mit wirklichen volatilen Schwüngen nach oben und nach unten. Dann nochmal ein Dip runter, auch unter Unterstützung. Das waren 9.000 Punkte. Und dann ging es irgendwann nach oben. Aber dieses ganze Korrekturhafte hat sich eben über ein Jahr abgespielt. Also ein Jahr, wo wir dann eben in einer Korrektur gefangen waren. Und wenn man sich das dann eben jetzt anschaut und wir sind hier eben auch irgendwo bei einem Jahr, dann wären wir irgendwann Mitte, Ende 2022, wo wir so langsam aus der Korrektur herauskommen und eben entsprechend vielleicht mal wieder an neue Hochs denken können. Vorher eben eher nicht und vorher eben eher
das Risiko betrachten, die Abwärtsseite betrachten bei irgendwelchen Meldungen, wie sie auch immer kommen. Das sind solche Geschichten, wo es da jetzt darauf ankommt, das Risiko zu betrachten, das Risiko dann auch klein zu halten, sofern es geht, mit den eigenen Depots, gerade auch was eben Trading-Depots angeht, und eben auf gute Gelegenheiten warten, wenn man Investments hat, denn fallende Kurse sind ja durchaus gut für Qualitätsaktien, um dann nochmal günstiger reinzukommen beispielsweise. Das sind jetzt so die nächsten Wochen und Monate, wo man eben auf vernünftige, gute Einstiege bei Werten auch durchaus warten kann. Man muss aber durchaus noch etwas Geduld mitbringen aus meiner Sicht, wenn ich mir das hier technisch einfach so anschaue. Und damit ist jetzt eigentlich auch die Frage beantwortet, die hat der Markt mir jetzt beantwortet, wo ich eben noch nicht sicher war, ob wir hier eine eben entsprechende fünfwellige Struktur schon haben oder ob das nur eine dreiwellige noch war und wir warten noch auf die fünf. So hat er mir jetzt eben beantwortet, dass wir dort schon drin waren an dieser Stelle und wir eben hier jetzt eine ABC-Korrektur abwärts machen, wie weit sie auch immer fällt, eher flacher Natur, wenn man sich das hier anschaut. Wir waren nämlich mit den 16.300 hier oben auch nochmal unterwegs. Flach heißt also, dass ich jetzt nicht erwarte, dass der DAX schnurstracks eben auch nochmal die 13.000 Punkte angreifen würde, sondern eher, dass wir hier uns in diesen Bereichen auch bewegen. Also 14.000, auch 13.700 durchaus drin, aber so viel tiefer würde ich das jetzt Ganze eher nicht erwarten. Ihr kennt ja sicherlich auch die Börsenweisheiten. Einmal politische Börsen haben kurze Beine und da dann eben auch das andere Sprichwort, das es da ja auch noch gibt, wenn eben Säbelrasseln da ist oder auch mehr, dass es dann Kaufkurse geben wird. Wenn man sich das Ganze mit dem Fibonacci Retracement anschaut, dann haben wir hier von dem Corona-Tief aus gesehen, eben jetzt schon mal das erste Retracement-Level erreicht, die 24%. Die 38% wären mal 13.200. Das kann natürlich erreicht werden, aber wie gesagt, das halte ich aktuell noch für unwahrscheinlicher, dass das passiert, sondern dass wir eher flacher unterwegs sind, weil wir fast wieder an dem Allzeithoch waren Anfang Januar und das deutet immer auf eine eher flachere Korrektur und keine steile Korrektur hin. Aber das heißt eben, unterm Strich, die Abwärtssituation ist noch nicht vorbei. Die kann uns noch weiter auch beschäftigen, insbesondere wenn wir hier tatsächlich dreiwellig nur bleiben und entsprechend nichts Fünfwelliges irgendwie ausbilden nach oben hin. Dann heißt es immer wieder den Blick nach unten richten, insbesondere wenn wir jetzt zum Beispiel in dieser Woche die 14.500 unterschreiten, dann haben wir quasi das Signal, dass wir eben doch nochmal etwas weiter nach unten gehen möchten im Verlaufe der nächsten Tage und Wochen. Wir haben ja auch eine fragile Situation, das ist ja newstechnisch sicherlich auch da. Man weiß nicht so genau, was passiert denn jetzt eigentlich? Gibt es jetzt hier wirklich auch dann Krieg, möglicherweise um die gesamte Ukraine, so wie es ja die Russen auch angedeutet haben, oder kommt man aus der Nummer raus, indem irgendwie nochmal Diplomatie in den Vordergrund rückt, oder ist da der Zug schon abgefahren, das weiß man nicht. Aber darüber hinaus haben wir eben auch noch andere Themen und das sind Notenbanken, die Zinsen erhöhen. Im März steht die Zinserhöhung wohl so gut wie sicher der Federal Reserve an. Die EZB kommt immer stärker unter Druck, auch noch eine Zinserhöhung in diesem Jahr mindestens zu vollziehen. Und das
ist eben eine Geschichte, die den DAX hier auch belasten kann. Das Gute am DAX ist, dass er eher so ein, ich sage jetzt mal, Value-Index ist, also Werte, die jetzt weniger zinssensibel sind, sind da schon in der Mehrzahl im DAX und das kann eben hier zu einer solchen flachen Korrektur führen. Das also erstmal zum DAX. Ja, die Unterseite betrachten, wann sollte man wieder fröhlicher werden? Fröhlicher werden kann man dann, wenn wir den Tageschart betrachten, wenn wir den Tageschart nehmen, wenn wir uns anschauen, was der DAX bisher nicht mehr geschafft hat seit Mitte Januar. Seit Mitte Januar ist er eigentlich nicht mehr über die 20-Tages-Linie gekommen, nachhaltig. Wenn er das tut, dann ist das ein gutes Zeichen. Das heißt, ich würde den derzeitigen Aufwärtsbewegungen, sollte es noch weiter nach oben gehen, auch nicht zubilligen, dass wir es A, wirklich nachhaltig über die 20-Tages-Linie schaffen, wenn ich mir jetzt den Chart anschaue, und B, muss er vor allen Dingen Strukturbruch machen, indem er seine tieferen Hochs überschreitet. Da sind wir jetzt aktuell meilenweit von entfernt. Das sind hier 900 Punkte. Da sind wir irgendwo bei 15.550 Punkten, wo wir im Februar waren. Und insofern ist das derzeit nicht da. Und so korrigiert der DAX. Es ist kein Crash, es ist eine Korrektur. Wir sind im Korrekturterrain angekommen mit über 10% im Verlust vom Allzeithoch. Und das kann sich dann natürlich auch noch ausweiten. Wenn wir uns mal anschauen, hier die 14.100, da wären wir bei 13% vom Hoch aus gesehen. Und bei den 13.700 wären wir irgendwo bei 15, knapp 16% Korrekturniveau, wo der DAX dann eben auch mal Luft rauslässt. Also sieht es aktuell erstmal nicht so gut aus mit dem DAX. Ich fürchte, bessere Neuigkeiten habe ich auch nicht, wenn wir nach Amerika schauen. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 werden wir uns jetzt noch anschauen. Und da ist eine Gemengelage, die ähnlich ist. Hier sehen wir auch, dass die Aufwärtsbewegungen im Dow Jones zum Beispiel noch deutlich schwächer ausgefallen sind, als es im DAX der Fall war. Da muss man dazu sagen, dass wir am Montag im Dow Jones einen Feiertag hatten oder in Amerika generell, da war der President's Day und das hat uns eben hier zwar bei der Citi-Kurse gebracht in der Indikation, aber im Grunde war da Feiertag und wir hatten am gestrigen Dienstag erst quasi Börseneröffnung. Und so haben wir den Dow Jones, der hier noch eben auch eher schwächer aussieht, sogar jetzt wieder. Hier geht es auch nur rot. Derzeit werden wir uns die letzten 5 Tageskerzen anschauen. Dann haben wir nur rote Kerzen. Wir sind sehr nahe der Tiefs, die wir hier bei etwas über 33.000 Punkte hatten. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir die 33.000 dann eben jetzt auch noch knacken. Und so war die Hoffnung auf, wir haben eine Korrektur, die hier vielleicht schon abgeschlossen ist, verfrüht und ist nicht gegeben. Im Gegenteil, hier hätten wir dann eher eine solche, wo wir darauf achten müssen, dass wir hier also ein ABC auch machen, so wie wir es im DAX gerade gesehen haben, also auch 33.000 Punkte unterschreiten im Dow Jones. So sieht es derzeit zumindest aus. Und die nächsten Unterstützungsmarken, wenn wir eben dort diese Tiefs unterschreiten aus dem Januar, die sind eben erst größerer Natur wieder bei 32.000 Punkte ungefähr. Das heißt, da kann es auch durchaus ohne Probleme hingehen. Und ausgehend vom Hoch, so eine 1:1 Bewegung vom Allzeithoch, von dem Hoch der Korrektur im Mitte Februar gesehen, ist das auch durchaus realistisch, dass wir hier eben in Richtung 32.000 auch laufen im Dow Jones als Beispiel. Auch hier gilt die Marktampel zu betrachten. Die Marktampel ist hier auch rot, knallrot. Das kann man auch nicht anders sagen. Und insofern haben wir hier auch Vorsicht
die man sich auf jeden Fall auf die Fahne schreiben sollte. Der Nasdaq, anders als der Dow Jones, das ist so der feine Unterschied, der Dow Jones sieht so aus, der Nasdaq sieht so aus. Also eine fünfte Welle, die er nach unten macht, die nach unten ja durchaus jetzt schon an Dynamik gewonnen hat in den letzten Tagen auch. Es fehlt eigentlich nur noch, dass wir die Tiefs unterschreiten. Also 13.700 Punkte, da hatten wir schon mal 3 Punkte tiefer, waren wir da schon mal unterwegs. Also wir sind da an der Schwelle zu, das auch noch zu unterschreiten. Dann ist erstmal eine Welle 5 vorbei. Das heißt, Erholungsbewegung würde irgendwo hier vermutlich zwischen 14.000 und 13.000 Punkten anstehen. Eine Erholungsbewegung, die in der Regel in diese Korrektur, die wir hier nach oben gesehen haben, nochmal hineinläuft und wo wir dann auch nochmal entsprechend das gleiche Schaubild fünffällig nach unten auch nochmal machen. Also 13.000 Punkte muss da zum Beispiel gar nicht das Ende der Fahnenstange sein, sondern das kann durchaus auch noch tiefer gehen im Nasdaq. So sieht es derzeit zumindest aus. Wir sind hier bei 14.000, hatten wir einen guten gutes Unterstützungsniveau, da sind wir drunter, wir handeln wieder drunter, muss man sagen. Und eben das nächste größere hier im Bereich von 13.300 und 13.000 Punkten, wo wir den Nasdaq da durchaus sehen können. Und das, wie gesagt, muss nicht das Ende sein beim Nasdaq bei der Korrektur. Wenn wir uns das mal anschauen, auch hier sind wir da dann im Bereich von 38%. Die Tech-Werte sind ja noch ein wenig zinssensibler als Value-Titel und können dann durchaus noch etwas härter abgestraft werden. Also auch hier noch keine Entwarnung, auch hier eine rote Marktampel, die man dort sieht. Auch hier heißt es zurückhalten mit wirklich massiven Neupositionierungen im Nasdaq. Und der S&P 500 sieht schon ähnlich aus dem Nasdaq. Hier haben wir auch eine ähnliche Geschichte. Hier trennt sich noch das Thema, sieht so aus wie im Dow oder im Nasdaq. Das ist so die Frage, die der S&P 500 da am Ende des Tages noch beantworten muss. Natürlich techlastig der S&P, aber hier heißt es dann eben auch ganz einfach, wenn wir hier unterschreiten, perspektivisch sehen wir dann durchaus auch die 4.000 Punkte wieder, die dort mal vor ungefähr 8 Monaten das letzte Mal auch da waren, die wir da gesehen haben, die da zum ersten Mal überschritten worden sind. Und so kann es eben auch hier gehen im S&P 500. Auch hier natürlich rote Marktampel, das ist auch das Thema. Und wenn man sich eben intraday diese ganzen Geschichten anschaut, wir haben es vorhin im DAX gesehen, wie sieht der DAX aus, wie sehen hier die anderen Indizes aus, der S&P 500 zeigt es eben auch, der DAX ist dreiwellig gelaufen, der S&P 500 auch eher so dreiwellig, jetzt sind hier die Tiefs wieder im Fokus, sind wir gar nicht mehr so lange weg, so weit weg von, aber auch hier heißt es, Erholungsbewegung kann einsetzen, zu jeder Zeit jetzt, die dann auch hier grundsätzlich mal dreiwellig hochgeht nochmal, wenn wir hier die Tiefs unterschritten haben. Und da sollte dann auch drauf geachtet werden, wenn das denn so kommt und wenn wir hier die Tiefs unterschreiten. Derzeit ist das, wie gesagt, das wahrscheinlichere Szenario an der Börse. Und auch hier gilt, die tieferen Hochs, die müssen erstmal überwunden werden. Das heißt, 4.600 Punkte knapp, da wo wir eben Mitte Februar und Anfang Februar mal waren. 5 Punkte, 6 Punkte haben da gefehlt bis zu den 4.600. Das sind so die Marken, wo man dann sagen würde, da sieht es dann eher wieder andersrum aus, long aus. Bis dahin passiert sicherlich noch viel. Das dürfte so schnell erstmal nicht wieder zu sehen sein.
Und daher der S&P 500 auch erst einmal weiterhin im roten Terrain, im roten Bereich, ähnlich wie der DAX, im Korrekturmodus angekommen. Wenn man sich die Definition anschaut, 10% sind wir Korrektur, 20% sind wir Bärenmarkt. Das heißt, wenn wir hier 20% korrigieren, müsste der DAX, der S&P 500 natürlich in Richtung 3.800 gehen. Das ist noch sehr, sehr weit weg. Also Bärenmarkt ist da noch nicht der Fall im S&P 500. Das würde noch dauern. Und im Nasdaq können wir auch mal drauf schauen, wie sieht er denn aus? Hier sind wir schon ziemlich nah dran. 18% im Minus vom Hoch zum Tief, was wir jetzt vor ein paar Tagen ausgebildet haben. Also dort fehlt nicht mehr viel und da sind wir dann auch im Bärenmarkt per Definition. 20% Verlust und größer von einem Hoch, dann heißt es Bärenmarkt. Und im Nasdaq sieht es eben eher danach aus, als es nicht danach aussehen würde. Ja, und das führt mich zu ersten Fragen, die ihr mir per Mail gestellt habt. In dem Fall war es Wilfried. Er hat hier ein paar Fragen gestellt. Erstens, in so einer Situation kann man der Chartanalyse jetzt noch trauen? Ich hoffe, ich habe da so ein bisschen Vertrauen aufgebaut, sage ich jetzt mal, denn wir haben ja den DAX zum Beispiel gesehen, der hier an einer auch relevanten Marke, 14.300 Punkte, abgeprallt ist nach oben, wo wir halt diese Unterstützungsbereiche haben und wo der DAX dann eben erst einmal wieder Luft holen konnte. Das hat also funktioniert und eben auch das Thema der Pullback, der jetzt hier gestern und heute stattgefunden hat, auch nur kurz hier in den Bereich rein und dann wieder Schwäche gezeigt. Also auch dort kann man hiervon sprechen, dass die Charttechnik da nicht abgeschrieben ist an der Stelle, sondern dass sie da eben auch funktionieren kann. Und das Bild hat sich ja leider angedeutet mit auch durchaus, dass wir diese entsprechenden Tiefs unterschreiten. Wir haben dazu einen exogenen Schock gebraucht. Ich glaube, das kann man so bezeichnen, wenn wir uns die News da anschauen mit Russland und Ukraine. Und wie gesagt, in den höheren Zeiteinheiten zum Beispiel, wenn wir uns mal den MACD anschauen, die Slow Stochastic im Wochenchart, ging es hier einfach nur noch negativ. Also, das hatte hier auch schon dafür gesprochen, dass wir diesen Bereich nochmal nach unten unterschreiten. Im Monatschart haben wir hier eben fallendes Momentum auch seit einigen Monaten. Also, das hat alles auch dafür gesprochen, erst einmal an der Stelle, dass es so kommt, wie es leider gekommen ist. Und von daher, ja, gerade was auch Unterstützungs- und Widerstandsmarken angeht, bin ich da immer noch dabei, genau das auch kundzutun. Chartanalyse funktioniert auch in solchen Situationen. Zweite Frage von ihm war, welche Value-Werte sind denn eigentlich resilient bei einem weiter Fortsetzen der Krise? Das ist hier eine gute und wichtige Frage. Wir müssen uns erstmal vielleicht dem Thema von einer anderen Seite nähern, nämlich wer ist denn betroffen? Wer ist betroffen von der Krise? Wer ist betroffen von den Sanktionen? Sanktionen gegen russische Banken dürfte sicherlich auch einen Einfluss haben auf internationale Banken, die Geschäfte machen mit denen. Also das ist natürlich auch eine solche Geschichte, die man sich anschauen muss. Dann fand ich es ganz spannend, die Citibank, die hatte mal ein paar Aktien unter die Lupe genommen, die eben auch Russlandgeschäft haben. Da wurde zum Beispiel auch Coca-Cola erwähnt, die auch um die, ich glaube, es waren 10% der Umsätze in Russland machen, als Beispiel. Also, wenn man sich davon nähert, muss man sich mal anschauen, auch wer hat wirklich ein großes oder größeres Russland-Exposure als Beispiel, und wo ist es eher kleiner der Fall? Das kann man sich ja auch anschauen. Grundsätzlich gilt natürlich diese Titel, die hier krisenfester sind, sind natürlich
solche Konzerne, die eben im Bereich von Food and Beverages sind, beispielsweise, also Produkte des täglichen Bedarfs kann man auch noch dazu zählen, die hier das Depot sicherlich auch stabilisieren können und die dann eben nicht so schlecht performen, man muss es vielleicht so sagen, als andere Werte als Beispiel. Uniper zum Beispiel, genau, ist von Nord Stream 2 betroffen. Das wurde stillgelegt, jetzt erst einmal das Projekt. Und Uniper ist heute knapp 10% beispielsweise im Minus. Und die Frage, sind vielleicht Biodiesel, Wasserstoffaktien unempfindlicher? Können wir mal drauf schauen. Auf solche reinen Wasserstoffplayer, um das mal direkt zu veranschaulichen. Nehmen wir mal Plug Power, nehmen wir mal, wen haben wir da noch? Neil Asa, nehmen wir vielleicht noch sowas wie Bloom Energy. Ist aus zwei Sichtweisen sicherlich interessant. Erstens bewertungstechnisch, also eine Plug Power zum Beispiel ist immer noch recht sportlich bewertet, selbst wenn sie eben hier auch schon mehr als 50 oder 60% korrigiert hat. Das muss man hier mit dazu sagen. Ob es dann die reinen Wasserstoffplayer sind, die man da sich anschauen sollte oder eher sowas wie Air Liquid oder Linde als Beispiel, die viel breiter aufgestellt sind. Das könnte vielleicht besser funktionieren an der Stelle. Und was hatten wir noch? Biodiesel oder solche entsprechenden synthetischen Kraftstoffe, also sprich Verbio oder Crop Energies, beispielsweise Renewable Energy in Amerika zum Beispiel, die können natürlich auch profitieren, genauso wie Öl- und Gaswerte. Erstens steigende Ölpreise. Die führen immer mal wieder auch dazu, dass sich Preise auch für Biodiesel und so weiter etwas verteuern. Das ist also eine Sonderkonjunktur dann sozusagen für diese Player. Und die können da natürlich auch von profitieren. Auch hier gilt natürlich das Thema Bewertung, sich mal anschauen und wie es denn da mit weitergeht. Aber klar, das kann perspektivisch sicherlich auch Sinn machen, wenn man sich weiter abkoppeln will von Russland jetzt als Europa, als EU, also weniger Öl und Gas, insbesondere Gas von Russland importieren, dann können solche Geschichten, wie gesagt, synthetische Kraftstoffe, das ist nicht nur Biodiesel, sondern vielleicht auch Biogas, eine Rolle spielen in Zukunft. Aber kurzfristig ist immer so eine Sache dabei. Manchmal ist es auch gut, einfach gar nichts zu tun, abzuwarten, dass diese Krise eben auch an der Börse dann entsprechend einigermaßen angekommen ist, sage ich jetzt mal. Und das ist eben auch eine gute Entscheidung, die man tun kann. Man muss nicht immer nur kaufen und verkaufen, man kann auch mal nichts tun. Das ist vielleicht auch eine Geschichte. Denn für Investoren geht es jetzt vielleicht mal runter, man sieht es im Depot, wenn man eben langfristig investiert ist, aber das können ja dann bei den ein oder anderen Werten dann durchaus spannende Kaufkurse werden. Genau, Frage 3 habe ich, glaube ich, beantwortet. Wie kann es an den Märkten weitergehen? Jetzt auch wegen Putin. Und sollte man auch auf den VDAX schauen? Das hatte ich ja gerade ausgeführt. Auf jeden Fall mal draufschauen. Immer wieder nicht nur den VDAX, auch in Amerika den VIX-Index, der dort eben für die Volatilität steht, als Beispiel. Der CBOE Volatility Index, so heißt der. Den sollte man da auch betrachten. Genau, bevor ich auf weitere Fragen aus den Mails komme, schauen wir jetzt erst einmal drauf auf 52 Wochenhochs. Hat sich denn da heute etwas ergeben, wenn wir uns mal den deutschen Markt anschauen und
Wie ihr hier seht, ich nehme mal hier die, die weniger relevant sind, raus. Dann haben wir hier zwei Nebenwerte. Fortec Elektronik einmal mit steigenden Kursen, aber ob der Liquidität, wo hier manchmal nur ein paar hundert Aktien auch über den Ladentisch gehen, nicht weiter stark relevant. Und die Medigene, die hier auch eigentlich entsprechend im Nebenwertesegment einzustufen ist, geht hier hoch seit einigen Tagen. Das ist da eben auch newsgetrieben. Hier sehen wir es, BioNTech und Medigene gehen globale Kollaboration zur Entwicklung von T-Zell-Rezeptor-Immuntherapien gegen Krebs ein. Das ist also etwas, was hier den Kurs auch mit natürlich nach oben getrieben hat. Aber sonst sieht es mau aus, keine 52-Wochen-Hochs am deutschen Markt. Wen wundert es? Besonders, weil wir ja auch einige Werte haben, die eine oder keine gute Aufwärtsbewegung mehr hatten, sondern vielleicht auch teilweise 52-Wochen-Tiefs machen. Man sollte auf jeden Fall den, gerade in solchen Zeiten, den Blick nicht so unbedingt von der Börse weglegen oder wegwerfen, denn in solchen Zeiten und Phasen entstehen auch häufig relevante Tiefpunkte bei Aktien. Insofern sind da gerade das spannende Aktien, das, wo man vielleicht nicht so wirklich ins Depot schauen will als Investor, weil es eben sehr stark negativ geworden ist die letzten Tage möglicherweise. Aber hier finden sich dann immer wieder in solchen Situationen spannende Aktien, die Tiefs ausbilden. Ja, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen weisen, welche Aktien da eben auch mal ihre Tiefs gemacht haben. Oder auf der anderen Seite, welche Aktien sind besonders stark? Welche Aktien ziehen jetzt nach oben raus? Wir haben jetzt hier zum Beispiel gesehen, eine Deutsche Bank, eine Commerzbank gehen nach unten. Eben Sanktionen gegen den Bankensektor ist da erstmal nicht so prickelnd für die. Trotzdem hält sich eine Deutsche Bank eben auch recht okay in der Korrekturphase, die wir hier jetzt haben. Wir sind von der letzten Aufwärtsbewegung beispielsweise jetzt auch nur 50% wieder nach unten gekommen. Und es macht das Ganze jetzt auch spannend und attraktiv möglicherweise, wenn die Deutsche Bank hier aus dieser Korrektur rausbricht. Dann hätten wir etwas, wenn sie denn hier gut sich wieder fangen können. Als ein Beispiel dann nach oben zu gehen, denn von der Zinswende auf der anderen Seite profitieren die Banken ja, dass sollte man hier sicherlich mit betrachten. Aber schauen wir erstmal, was haben wir für News bekommen? Porsche und VW sind hier stark gestiegen die letzten beiden Tage entgegen der Marktrichtung, weil der Börsengang von Porsche konkreter wird. Also nicht die Porsche Automobil Holding, sondern der Autobauer Porsche. Der soll an die Börse gebracht werden. Das wird konkreter. Da freuen sich die Aktien mehr oder weniger. Und hier sehen wir das eben auch in den News. Der Börsenplan, der treibt VW und Porsche stark an. Renditeperle, Porsche, natürlich hochpreisig. Das kann sich dann natürlich auch an der Börse lohnen. Die Frage ist natürlich, wenn wir das jetzt in dem aktuellen Marktumfeld sehen würden, den IPO, dann würde man vielleicht die ein oder andere Million als VW oder Porsche verschenken an der Stelle. Wenn man eben hier in schwachen Marktphasen etwas an die Börse bringt, dann ist das Käuferinteresse immer wieder niedriger, als wenn wir hier starke Börsenphasen haben. Man hat es ja gesehen in den letzten Jahren mit diesen SPAC-Booms, wo einfach irgendwelche Shell-Companies, solche einfach leeren Hüllen an die Börse gebracht werden. Man wusste gar nicht, was welches Unternehmen da sozusagen reinkommt, aufgekauft wird. Trotzdem hat man einfach mal blind gekauft. Und die Katze im Sack, die sich da teilweise auch als tote Katze entpuppt hat. Also das waren zum Beispiel News, die hier die Aktien getrieben haben. Deswegen haben sie sich besser entwickelt als der DAX
in den letzten 2, 3 Tagen. Wir hatten auch News zum Beispiel bei MTU Aero Engines. Hier ging es dann nach oben, die ein sehr gutes Quartal auch reported haben und wo wir dann auch wieder die 200er Marke gebrochen haben. Die Aktie hält sich da auch recht stabil, auch wenn es da mal rumpelig war dann am gestrigen Tage, schwach eröffnet und dann erstmal nach oben gegangen. Das war hier bei der MTU spannenderweise an der 20-Tages-Linie und sie hat jetzt erstmal bei 210 Halt gemacht, hat aber damit eben in den letzten Tagen auch hier Zwischenhochs überschritten, was schon mal eine gute Story dabei war und wo dann eben das 220er Ziel das nächste ist, was durchaus abgearbeitet werden kann. MTU kann da zum Beispiel ja auch profitieren, dadurch, dass dann eben Flugzeuge auch in militärischer Art mehr nachgefragt werden. Möglicherweise kommt jetzt ein Aufrüstungszyklus jetzt auch in Europa an. Da hatten wir immer wieder die Diskussion gehabt, zum Beispiel Deutschland 2%-Ziel, was die NATO da hat. Davon kann dann zum Beispiel auch so eine MTU profitieren. Eine Airbus kann profitieren als Beispiel, wenn man sich das so anschaut. Und so sind eben 220 durchaus drin als nächstes Ziel bei der MTU, die sich hier erst seitwärts gehalten hat, dann so ein bisschen runtergefallen ist, aber wo das immer wieder überlappend war, egal wo man es sich anschaut, immer wieder Hochs und Tiefs, die sich da überlappt haben, also ganz klar korrektiv. Und jetzt zeigt die Aktie eben seit Ende letzten Jahres wieder Schwung nach oben. Das war eine Kursbewegung, die so groß war wie zuletzt eben hier im Jahr 2020. Und das hat also hier erst einmal für eine auch möglicherweise Trendwende hier gesorgt, nämlich die nach oben. Hier muss ich dazu sagen, dass die sich in meinem langfristigen Portfolio befindet. Dann hatten wir Fresenius auch mit Zahlen, die waren nicht so gut. Das war vielleicht untertrieben, was ich da gesagt habe. Die wollen jetzt vielleicht etwas mehr Dividende ausschütten, aber die Quartalszahlen und vor allen Dingen der Ausblick, der hat enttäuscht bei der Fresenius. Das ist hier nicht so gut. Gleichzeitig kommen Unsicherheiten mit rein, denn Fresenius schließt eine Veränderung der Konzernstruktur nicht mehr aus, wie hier am 22.02. als News dann auch drinsteht. Und wie konkret das aussehen soll, weiß man da noch nicht. Jetzt ist die Fresenius eben hier wieder auf Basis ihrer Dezember-Tiefs unterwegs und die da mal schauen, ob sie überhaupt Halt finden dort. Also Fresenius keine gute Geschichte. Fresenius Medical war besser. Aber nichtsdestotrotz bewegen die sich doch immer sehr ähnlich in einem Tandem, mehr oder weniger, wenn man sich das mal zumindest in den letzten Jahren anschaut. Und hier haben wir die FMC eben etwas anders. Der Ausblick war sehr positiv, der hat positiv überrascht, deswegen war sie stärker, aber zeigt jetzt auch schon wieder Schwäche. Also die Kerze von gestern wurde heute schon wieder unterschritten, ist eigentlich ein negatives Zeichen. 200-Tageslinie war im Weg. Die hat uns wieder nach unten geführt. Dann haben wir Puma am heutigen Tage mit Zahlen erstmal so viel verdient und so hohe Umsätze wie noch nie. Das war das Positive, das war die Vergangenheit. Der Ausblick, der hat den ein oder anderen Marktteilnehmer nicht so zufriedengestellt, denn Puma will zwischen 600 und 700 Millionen erlösen. Und man hat sowieso schon 600 bis 700 Millionen, das war falsch, Moment, wahrscheinlich Milliarden, 6 bis 7 Milliarden. Habe ich mir nicht richtig aufgeschrieben. Da, operative Ergebnis, so war es. Das operative Ergebnis
von 557 in 21 auf 600 bis 700 Millionen. Das war es. Und das Problem war aber, dass eh schon mit 700 Millionen gerechnet wurde von den Analysten. Also wäre das wirklich das Maximum, also die obere Spanne, die Puma da erreichen muss, um hier den Analystenkonsens zu befriedigen. Und daher ist die Puma heute nicht so gut drauf gewesen, auch 2% im Minus. Das muss man hier auch erstmal dazu sagen. Schauen wir jetzt mal auf die Kursliste, die ich erstellt habe für die deutschen Werte. Da sehen wir auch die Uniper minus 10%. Wir haben es ja gerade gehört. Nord Stream 2 belastet Uniper. Daher auch hier das Thema erstmal nicht ins fallende Messer greifen. Wer weiß, was da dann eben rauskommt. Wenn Nord Stream 2 für immer gestorben ist, dann heißt das natürlich hier auch erwartete Umsätze, die man da vielleicht hatte für die nächsten 5 Jahre, die dann nicht kommen. Und das kann das Geschäft natürlich auch maßgeblich beeinflussen. Dann haben wir die Hugo Boss, die nicht destabilisiert ist. Das muss man auch dazu sagen. Sie hält sich da auf recht hohem Niveau und bastelt und werkelt mehr oder weniger weiter an dieser entsprechenden Tasse mit Henkelformation, die da macht. Also im Aufwärtstrend ist sie ja deutlichst. Und hier haben wir jetzt dann so eine Tasse mit Henkelformation. Wenn wir dort oben rauskommen, dann haben wir eben das Long-Signal hier davor. Wir haben zwei entsprechende Trigger. Einmal das Hoch des Henkels und dann das Hoch der Tasse bei 60, also 59 und 60, 1 Euro auseinander. Das ist hier das Thema bei der Hugo Boss. So weit weg ist sie da nicht, konsolidiert hier auch immer wieder an die 20-Tageslinie ran, dann wieder oben drüber und so weiter. Also Hugo Boss sieht gar nicht so schlecht aus im aktuellen Marktumfeld. Sie muss es jetzt nur beweisen und eben nach oben rausbrechen. Dann hatten wir die Rheinmetall ja schon angesprochen in den letzten Wochen. Hier haben wir eben eine Geschichte bei der Rheinmetall, die immer mal wieder vorkommt. Brechen hier aus einer Wimpel- oder Dreiecksformation aus. Und dann sehen wir nach einem Rausch nach oben auch erst einmal insbesondere wenn es ein Dreieck war, hier nochmal den Pullback an diese Trendlinien. Das haben wir jetzt hier gesehen, sicherlich ja auch naturgemäß aufgrund der Krise. Das Zielbild, das gilt weiterhin für eine Wimpelformation. Wenn wir die hier hatten, dann sind wir hier in Richtung über 100 unterwegs, bei der Rheinmetall 105 und höher. Das kann sich da noch in den nächsten Tagen und Wochen dann herauskristallisieren. Aurubis hält sich oben, denn Aurubis, Kupfer und Co., also Rohstoff, ist hier das Thema und wir haben ja auch durchaus steigende Rohstoffpreise, Metalle, Edelmetalle aktuell da. Wir sehen uns gleich auch noch Gold an als Beispiel, denn Gold ist sicherlich auch wichtig in diesen Zeiten, um sich da mal die Situation zu vergegenwärtigen und Aurubis hier an der Stelle eben auch nahe ihrer Hochs. Das ist eine Aktie, die Stärke hat und wo man es eben auch am Chart sieht, 20-Tageslinie hat mal kurz zumindest angeschaut, aber dann ging es dann doch wieder nach oben und so scheint eine Aurubis eben auch weiter nach oben ziehen zu wollen als starke Aktie. Wir haben eine Software AG, die
eine der stärksten Aktien am heutigen Tage waren, was liquide Aktien angeht. Hier haben wir ein paar Analysten, die sich geäußert haben, als Beispiel, die weiterhin gesagt haben, das sollte jetzt mit der Korrektur es auch gewesen sein. Hier hat die Software AG am gestrigen Tage die Mittelfristziele bestätigt. Sie will jetzt eben mehr vom Kuchen abhaben, was das Thema Digitalisierung angeht, auch Cloud-Geschäft, was ja seit Jahren dort ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde und erst, ich glaube, vor 2 Jahren wirklich hart kommuniziert wurde, dass man da etwas machen will. Und so langsam hat hier die Strategie Früchte getragen. Das lässt aber charttechnisch gesehen noch etwas zu wünschen übrig. Dann haben wir die Münchner Rück. Die befindet sich in meinem Dividendendepot. Das hat mich also gestern gefreut, als die Münchner Rück gesagt hat, wir zahlen für 2021 11 € Dividende aus, anstatt 10,40 €, wie es erwartet wurde. Also 60 Cent nochmal obendrauf. Und die haben ein wenig natürlich mit Naturkatastrophen auch zu leiden gehabt. Hier sehen wir es. Munich Re enttäuscht nach einem Gewinnsprung für auch den Ausblick. Nichtsdestotrotz hier, wie gesagt, Dividendenerhöhung, die es dort gegeben hat. Mal schauen, wie es dann nachhaltig auf den Kurs Einfluss hat an der Stelle. Auch hier für Versicherer steigende Zinsen, wie seit Wochen eigentlich proklamiert, steigende Zinsen gut. Das heißt also, wenn man sich Versicherer, egal ob im nationalen oder internationalen Umfeld anschaut, die können auch in den nächsten Monaten durchaus noch performen. Ja, das zum deutschen Markt erst einmal. Wir schauen gleich auf Europa, schauen jetzt erstmal drauf auf Öl und auch auf Gold. Schauen wir zunächst mal Öl an und Öl geht gar nicht so richtig hoch derzeit. Also trotz Krise haben wir hier einen Ölpreis, der sich verhalten nur bewegt, der mal hier über $95 gehandelt wurde, aber dann wieder komplett zurückkam. Hier blieben erst einmal weitere Folgen aus in der Ukraine-Krise. Der Ölpreis macht derzeit eben auch noch nicht so den Eindruck, dass wir jetzt hier oder dass hier von den Marktteilnehmern erwartet wird, dass jetzt in Kürze ein Einmarsch bevorstehen würde. Und das gilt es eben auch noch dabei zu berücksichtigen. Normalerweise sollten dann Ölpreise entsprechend nach oben schießen, auch etwas nachhaltiger, wenn wir solche Situationen haben. Gehen wir mal in das Jahr 2014 hinein. Da haben wir mal die Situation gehabt. Moment. Das war nicht die Lupe, die ich wollte. Hier 2014 sehen wir, das war auch Januar, Februar, März, wo dort eben auch der Ölpreis durchaus etwas stärker gestiegen ist, auch über die 100-Dollar-Marke. Hier gab es dann eben einen 15% Schwung nach oben beim Ölpreis, eben von Januar bis in den März hinein. Das bleibt derzeit noch aus. Ja, hoffentlich ein gutes Signal, dass es keine weiteren Eskalationen gibt. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und dann achten wir natürlich noch auf Gold. Gold als sicherer Hafen, jetzt wieder auch angesteuert in den letzten Wochen. Das sehen wir hier auch sehr gut. Und Gold hat sich jetzt von dem einen Widerstand gelöst. Das war nämlich das Novemberhoch, wo wir hier unterwegs waren, und wo es da drüber ging, schlussendlich, also die rote Kerze, die wir hier hatten, wo es dann erstmal wirklich runterging, die wurde direkt wieder abgefedert, war ein gutes Zeichen und jetzt sind wir gar nicht mehr weit weg davon vom Junihoch bei Gold und wo man dann eben auch sagen muss, da scheint das Positivszenario, was ich Anfang des Jahres
aufgestellt habe, dann nach und nach zu fruchten, nämlich, dass wir uns hier peu à peu auch nach oben entwickeln können. Dass wir jetzt in absehbarer Zeit auch die Allzeithochs hier bei Gold auch treffen, das ist noch etwas weit weg. Das ist jetzt eher unrealistischer für die nächsten Wochen zumindest. Aber Gold macht sich auf den Weg. Aber auf dem Weg sind eben Widerstände zu lösen. 1915 zum einen und eben zum anderen hier die 1960. Und gerade bei Rohstoffen und Edelmetallen ist es immer wieder so, dass wir immer relativ schnelle Trendwechsel haben. Das geht immer so V-artig hoch und V-artig runter. Und das heißt also, wir haben an solchen Stellen immer wieder großen Verkaufsdruck auf der Oberseite, der dann da ist, was es eben nicht so einfach macht, darüber zu gehen. Und insofern sollten wir uns das genau anschauen, ob es jetzt gelingen kann oder eben erst einmal noch nicht. Und wir brechen vielleicht nochmal nach unten ab, um zu korrigieren. Hier diese V-artigen Bewegungen, die uns dort immer wieder auch wirklich Streiche spielen, Knüppel zwischen die Beine werfen sozusagen. Und daher geht es da genau darauf zu achten. Insbesondere die nächsten beiden Levels, 1915 und 1960. Aber grundsätzlich Gold natürlich auch als krisensicheres Metall, Edelmetall gesucht. Gehen wir mal auf die europäische Liste, die ich mitgebracht habe. Ich halte die Aktien derzeit auch stark in Grenzen, weil wir, wie gesagt, in einem sehr angespannten Marktumfeld unterwegs sind, weil wenig sich wirklich auch herauskristallisiert derzeit, was super stark ist. Wenn es da was ist, dann nehme ich es da natürlich gerne mit. Und wir sehen da ein paar in der letzten Woche ja schon angesprochen, Ipsen, ich glaube, sie hießen früher Ipsen Pharma, die sind hier hochgeschossen über die 95 hoch und haben dort schon mal entsprechend für Aufsehen gesorgt, indem sie hier einfach auch zwei Jahreshochs überschritten haben und hat sich jetzt aufgemacht an das 2019er Hoch, zumindest vom Ende letzten Jahres, auch heranzulaufen. Da sind wir jetzt genau und das ist sehr, sehr spannend, weil wir viele Pharma- und Biotech-Werte haben, Healthcare-Werte haben, die noch stark korrektiv unterwegs sind und Ipsen zieht aber nach oben raus. Und das ist etwas, was man hier sich auf jeden Fall anschauen sollte in einer solchen Marktphase auch noch. Wenn man sich das betrachtet, haben die Krise, die wir jetzt hier haben, in den Indizes und anderen Einzelaktien komplett verschlafen, wenn man so will. Da ging es einfach nur weiter nach oben. Also von daher sehr relevant dieser Ausbruch. Genauso bei Norsk Hydro, da haben wir auch einen Ausbruch. Da ging es jetzt eben hoch, erst einmal über die 7,50 Euro in der Euro-Indikation. Da haben wir eine kleine Flaggenbewegung hier gehabt und da ging es jetzt auch nochmal nach oben. Und das spricht eben auch für sich bei Norsk Hydro. Hier auch als Flagge kann man hier kleinere und größere Kursziele. 8,20 wäre das kleinere, das größere bei über 8,50. Rio Tinto hatten wir letzte Woche. Da hatte Klaus nachgefragt, wie es da aussieht mit dem Chart und Rio Tinto hatte jetzt auch vor kurzem gute Zahlen präsentiert. Wir haben auch wieder ordentlich verdient und der Kurs, ich hatte es ja letzte Woche angesprochen, deswegen nur das kurze Update, sah ja schon recht bullisch aus an der Stelle und daran hat sich erst einmal nichts verändert. Auch wenn wir etwas korrigieren und auch vielleicht noch etwas weiter korrigieren können, ändert das eher nichts an dem jetzt seit
dem letzten Quartal letzten Jahres bullischen Chartbild, was sich hier aufgetan hat. Dann hatten wir die letzten Wochen Klépierre als Einkaufszentren-Unternehmen. Jetzt haben wir hier Carrefour, Einzelhandelskonzern, eine Vermarktung und Vertrieb von Lebensmitteln, auch verschiedene Einzelhandelsketten, die hier unter dem Mantel von Carrefour betrieben werden. Und die gehen hier auch nach oben. Die zeigen hier auch das, was wir bei Klépierre schon gesehen haben, nämlich durchaus Kursstärke, was ja lange nicht der Fall war, weil einmal Corona hat uns dort ja auch, was das Thema Shopping angeht, immer mehr auch in Richtung Internet und Online-Bestellungen getrieben. Und hier schafft sie jetzt doch einen Major Breakout, nämlich über die 2019er Hochs, die wir dort hatten. Und damit schließt die Aktie eine langfristige Bodenbildung ab. Das muss man hier auch mal anschauen. Ich mache den Chart mal nackt. Eine langfristige Bodenbildung, die sich eben hier seit mehreren Jahren zugetragen hat. 2018 hatten wir schon mal Tiefs hier in der Nähe, auch wo die 2020er Tiefs waren als Beispiel. Und jetzt ziehen wir dort nach oben raus. Wir haben diese Widerstände in der Mitte, die geknackt wurden und wo wir uns jetzt da nach oben drüber etablieren wollen. Das sieht erst einmal gut aus bei der Aktie, sodass in den nächsten Widerstandsbereich, also 20 € auch durchaus vorgestoßen werden kann. Sanofi zeigt sich auch nicht so schwach, auch wenn der Tag gestern schwächer war, zumindest schwächer eröffnet. Aber das wurde dann gestern und heute wieder komplett auch zunichte gemacht. Und wir haben hier die 95er-Marke bei Sanofi, die nur noch 2 oder 1,7 € entfernt ist, was eben auch ein Major Breakout darstellen würde. Erst einmal, wir sehen hier, dass sie auch seit 2015 sehr volatil seitwärts läuft. Im Hoch waren wir mal bei 100, im Tief waren wir bei 64 oder 63 ungefähr. Also da ging es dann eben auch durchaus mal fast 40% runter. Sehr volatil eben immer wieder bei der Sanofi. Mal schauen, ob sie es diesmal schafft, hier rauszugehen. Aber sie spricht da erst einmal genau diese Sprache. Sanofi hatte ja auch versucht, das Thema Corona-Impfstoff bei sich dann auch zu platzieren. Das hat aber erstmal nicht so gut geklappt. Das hat ewig gedauert. Und hier hat man jetzt am 23.02. News gebracht. Sanofi und GlaxoSmithKline planen einen Zulassungsantrag für den Corona-Impfstoff. Schützt zu 100% gegen schwere Verläufe, steht hier zum Beispiel drin. Also, das hat ewig gedauert. Da hatten sich gerade auch die Franzosen mehr erhofft, schneller erhofft von Sanofi. Jetzt ist es soweit und jetzt ist die Frage, wie viel man von dem Impfstoff überhaupt noch benötigen wird. Und Danone habe ich auch noch mit dabei, denn Danone haben wir hier, was steht dort, überrascht mit starkem Schlussspurt. Also das letzte Quartal im letzten Jahr, das war gut, denn das Wachstum war höher als erwartet. Marge war schlechter, höhere Kosten. Ja, das ist ja etwas, wovon viele Unternehmen derzeit ein Lied von singen können. Und so hat man aber das Positive in der Gewichtung höher gewichtet als eben die sinkenden Margen, denn höhere Kosten kann man ja durchaus als Konzern wie Danone, Produkte des täglichen Bedarfs, die hier hergestellt werden, nicht nur zu essen, durch Preiserhöhungen auch kompensieren. Und das
Danone eine Preissetzungsmacht hat, das ist ja durchaus auch gegeben. Insofern hier möglicherweise an der Schwelle einer dritten Welle, die wir hier bei der Danone haben, von den Tiefs bei 52 hier aus gesehen. Dazu müssen wir aber noch, oder will ich zumindest, einen Schwung über die 200-Tages-Linie sehen, die hier bei 58, Entschuldigung, liegt. Und solange das nicht der Fall ist, kann das auch eine Eintagsfliege werden. Aber hier hätten wir auch einen solchen eher defensiven Titel, der etwas Stabilität ins Depot bringen kann. Dann ist nach Ölwerten gefragt. Vorhin habe ich es gesehen. Gerade Karl-Heinz hat nämlich gefragt, dass die Ölwerte stärker reagieren. Haben sie derzeit eben noch nicht. Wobei man eben auch sagen muss, sie haben ja teilweise schon stark reagiert im Vorgriff eben bei den Ölpreisen. Und der Aktienmarkt, der denkt ja 6 Monate, 12 Monate so um den Dreh nach vorne und nicht nur auf die aktuelle Situation. So haben wir eben einige Ölwerte. Wir schauen auch später noch auf ein paar amerikanische, die hier derzeit einfach mal ein wenig konsolidieren. Das kann man nicht mal korrigieren nennen, das bisschen, was da derzeit passiert, was aber einfach auch der Normalität geschuldet ist, was solche Kursbewegungen angeht. Gerade auch, wenn wir, vielleicht hat der ein oder andere dann eben Positionen liquidiert, weil er komplett auf Sicherheit gesetzt hat als Beispiel. Das kommt ja alles bei Marktteilnehmern psychologisch auch mit rein. Und bei eben so hohen Ölpreisen sind ja auch nachhaltigere Gewinne drin bei den Ölkonzernen, also die da auch etwas länger von profitieren. Denn egal, wie das mit Russland und Ukraine ausgeht, es ist ja mehr oder weniger eine ausgemachte Sache, dass man hier steigende Ölpreise hinnimmt, in Kauf nimmt und da dann eben auch durchaus noch befeuert. Denn wenn man sich mal den CO2-Zertifikatehandel anschaut als Beispiel und wo dann eben solche Dinge immer mehr eingeschränkt werden, kann das hier in steigende Preise münden, wovon eben die Unternehmen profitieren, wovon die Unternehmen sich dann eben auch nach und nach wandeln können, auch in Richtung anderer Energieträger. Und insofern derzeit einige, die eben nicht direkt neue Hochs machen, wo das aber, wenn man sich die Charts so anschaut, eher früher als später durchaus noch passiert. Schauen wir mal auf die US-Liste gleich. Erst die Anlagetrends. Gibt es denn da 52 Wochenhochs? Welche Aktien sind denn da unterwegs? Da sehen wir ein paar, die nach oben gehen. Hier sehen wir zum Beispiel Öl, Petroleo, Brasileiro, also brasilianisches Ölunternehmen als ADR, Erdöl. Die Firma erkundet, fördert, raffiniert, veredelt und handelt und transportiert neben Erdöl auch weitere Ölprodukte. Die machen neue Hochs. Brasilien hier ein wenig vorlaufender unterwegs, was zumindest hier Öl angeht. Insofern haben wir hier einen schon mal, wo wir sehen, es geht nach oben. LNG, Flüssiggas, Polar LNG Limited macht neue 52 Wochen hochs, geht also nach oben. Also wir sehen hier durchaus einige, die hier sich nach oben entwickeln. Andere werden sicherlich noch folgen. Und dann haben wir auch das Thema Gold. Goldfields geht nach oben. Wir werden gleich Newmont Mining sehen, die hier entsprechend auch gut unterwegs waren, noch weiter weg sind von ihren 52 Wochen Hochs, aber wo wir dann auch Minenwerte sehen.
Ja, Cerner Corp. Übernahme brauchen wir uns nicht anschauen. Wen haben wir noch? Pharma, AbbVie. Auch hier ein sehr robustes Unternehmen. Geht einfach weiter nach oben. $147 auf eben 52 Wochen Hochniveau und Allzeithochniveau. AbbVie also stark am Steigen. Hier muss ich auch dazu sagen, dass die sich in meinem Dividendenportfolio befindet. Ja, aber ihr seht auch natürlich, auch hier hält sich das in Grenzen, was neue Hochs angeht. Ein paar, die von der einen oder anderen Thematik profitieren. Und insofern zeigt uns das eben auch Vorsicht walten lassen derzeit an der Börse. Es gibt wenige neue Hochs. Manchmal werden Hochs eben auch abverkauft wieder. Daher sollte man sich das dann auch zweimal überlegen, ob man derzeit wirklich immer beispielsweise neue 52-Wochen-Hochs kaufen möchte. Aber bei ein paar klappt es eben. Und da ist zum Beispiel Henry Schein zu nennen. Den hatten wir letzte Woche angesprochen. Henry Schein hat sich hier aus der Konsolidierung gelöst. Erst die 82 überschritten und dann eben auch hier jetzt vor einer Woche die 83,45 und damit eben auch Henry Schein auf Allzeithochniveau. Hat aber eben auch gedauert, denn die Aktie war ja eigentlich seit 2016 erstmal in der Konsolidierung. Daraus hat man sich erst Mitte 2021 lösen können. Dann ging es eben hier auch wieder volatil hin und her über Monate und jetzt sind wir oben drüber hinaus. Also es sieht jetzt gut aus. Es sah jahrelang nicht so gut aus oder zumindest brauchte man Geduld. Hier haben wir jemanden, der eben auch im Bereich von medizinischen Produkten als Spezialversender auftritt. Gehen wir zu den Ölwerten. Da haben wir Chevron als Beispiel. Ist hier eben auch noch in der Konsolidierung drin, so wie wir jetzt gerade auch bei Total beispielsweise gesehen haben. Also das geht den amerikanischen Unternehmen da derzeit nicht anders. Auch Devon Energy. Hier muss man sagen, Devon Energy wird meines Wissens bald ex-Dividende gehandelt, aber das ist erst im März der Fall. Also das heißt, da gibt es nochmal ordentlich Dividende, die schütten ja über 7% aus auch. Und wer die dann eben im Portfolio hat, der kann sich dann über einen Dividendenregen freuen. Aber ihr seht es, ja, Ölwerte, Devon Energy hat es jetzt hier versucht auszubrechen, war dann erstmal schwächer am gestrigen Tage und ist aber nichtsdestotrotz nahe der 52-Wochen-Hochs. Cisco, also nicht Cisco, der Netzwerkausrüster, sondern Cisco hier eher im Bereich von Nahrungsmitteln und so weiter unterwegs. Hier seht ihr es, Food Distribution, Lebensmittel und Fertiggerichte. Und die haben wir ja seit Wochen auf der Liste, denn sie verhält sich eben bullisch, obwohl der Markt nicht bullisch ist und scheint hier auch ausbrechen zu wollen aus der Konsolidierung, die wir jetzt hier auch ein Dreivierteljahr erlebt haben bei Cisco. Und ihr seht da nochmal als Reminder solche Key Levels, die wir hier haben. Das waren auch die Hochs, die wir vor der Corona-Krise hatten bei Cisco, wo es dann erstmal nicht weiterging. Jetzt sieht es doch danach aus, dass die Aktie genau das machen möchte. Und dann hätten wir als Kursziel schöne rechteckige Bewegung, die wir hier hatten bei Cisco. Und die kann man dann einfach nochmal nach oben dann darstellen, sprich zwischen 70 und 85, $15 nach oben, 110 wäre da das Kursziel, sollten wir es nach oben knacken. Jetzt schauen wir mal auf einen Wert, der hart abgestraft wurde und das war Home Depot. Da fragt sich der eine oder andere auch, warum eigentlich?
denn Home Depot hat wirklich bärenstarke Zahlen gebracht. Heimwerkerboom beschert Home Depot ein Rekordjahr, übertrifft bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen. Und das war super. Das, was aber schlecht war, keine Prognose. Hier sehen wir es, für das neue Jahr blieb das Management zurückhaltend, keine Prognose. Das hat erst einmal hier für diesen Absprung von 10% und mehr gesorgt gestern, heute auch nochmal 1,6% im Minus. Und wir haben mit Home Depot eine Aktie, die man langfristig als Dauerläufer bezeichnet. Das heißt also, Korrekturen sind immer wieder spannend bei solchen Unternehmen, um hier vielleicht einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das kann jetzt hier wieder so werden, wenn die Aktie eben hier vielleicht noch ein bisschen tiefer rutscht und möglicherweise einen Turnaround macht, wie zum Beispiel hier an dieser Stelle, schöner Hammer im Tageschart, vielleicht finden wir sowas auch im Wochenchart und dann hat man eine schöne Basis, um auch dort Einstiege suchen oder finden zu können. Das heißt also, es ist nicht alles schlecht, wenn es runtergeht, denn man findet Aktien günstiger und gerade wenn es dann solche Dauerläufer sind, sind das häufiger mal Geschenke, wenn sie denn angenommen werden. Versicherer, Travelers hatten wir auch schon die letzten Wochen. Travelers jetzt hier an der 20-Tages-Linie unterwegs und der Ausbruch, der kann nach oben da durchaus erfolgen bei 175. Eine Aktie im Dow, die sich eben stark hält, das sind ja eher derzeit weniger. Wenn wir schon bei Versicherern waren, nehmen wir den Rückversicherer Everest Re. Der zeigt sich hier am bullischsten. Auch wenn wir deutsche Versicherer und Rückversicherer anschauen, Everest Re über dem Corona-Crash unterwegs auf Allzeithochkurs. Jetzt muss ich mir nochmal die Finanzkrise mir anschauen. Ja, kein Problem. Allzeithoch bei Everest Re. Also ein Versicherer bzw. Rückversicherer, der hier schon auf neue Hochs unterwegs ist. Dann haben wir Public Storage, die hier auch Zahlen gebracht haben. Die waren da mal über 5% und 6% im Plus. Das hat sich jetzt wieder mit fallenden Indizes relativiert. Public Storage hat hier eben auch Quartalszahlen rausgebracht, die sehr gut waren, wo man also einen sehr, sehr guten Wert auch schaffen konnte in den letzten Monaten dann eben an der Stelle und wo man dann eben sagen muss, das wurde jetzt auch erstmal honoriert mit plus 3%. Gleichzeitig hat die Guidance jetzt fürs laufende Jahr auch die Markterwartungen geschlagen. Das hat sich also erstmal gut angehört und möglicherweise will Public Storage hier dann eben auch schon wieder aus der Konsolidierung heraus und weiter nach oben ziehen. Hier eine flache Korrektur, die damit dann abgeschlossen wäre, wenn es denn hoch hinausgeht, nämlich knapp 380 wäre es. Public Storage auch als Dividendentitel sicherlich dem einen oder anderen bekannt, immerhin 2,3% Dividendenrendite. Hier dazu sagend, dass die sich nämlich auch in meinem Dividendenportfolio befindet. Dann vielleicht eine fallende Aktie mal anschauen, Thermo Fisher. Finde ich nicht uninteressant perspektivisch. Noch nicht unbedingt jetzt auf dem Kursniveau. Für die Watchlist ist es ein geeigneter Kandidat, denn erstens Thermo Fisher, dann kann man genauso wie Home Depot in dem Bereich Dauerläufer einklassifizieren. Das dürfte die jetzige Krise im Aktienkurs auch nicht verändern bei Thermo Fisher. Das muss man da auch dazu sagen. Spannend ist jetzt zum Beispiel mal eine Standortaufnahme
im Wochenchart bei den Bollinger Bändern sind wir jetzt am unteren Band. Das ist also relativ gesehen schon wieder tief, wenn wir uns hier die Definition von John Bollinger anschauen. Also daher mal Augen aufhalten, wenn sich hier etwas tut und die Aktie zumindest bisher eher nur dreiwellig unterwegs nach unten. Ich würde mir vielleicht hier nochmal anschauen, ob es eine 1:1 Bewegung gibt von das, von dem hier nochmal hier nach unten. Dann würden wir wahrscheinlich die 500 nochmal ansteuern, aber dann kann sie auch durchaus wieder sehr relevant werden, um einen Turnaround hinzubekommen. Wie gesagt, da ist noch etwas weiter weg, aber hier haben wir zum Beispiel eine Aktie, bei der sich das auch für Langfristinvestments lohnen kann. Nur es ist noch nicht der Zeitpunkt. Das will ich auch direkt dazu sagen. Es kann dazu führen und kommen, aber es ist noch nicht der Zeitpunkt. Daher was für die Watchlist. Hier mal schauend sind wir bei unter 500 unterwegs, wenn wir so eine 1:1 Bewegung nach unten erleben würden. Newmont, ich hatte es angesprochen, Newmont ist hier auch erstmal mit so einer Konsolidierung fertig. Wir sind eben von den 75 Dollar nach unten gelaufen. Dann haben wir hier ein entsprechend wichtiges charttechnisches Level bei 60 Dollar gehabt und eben jetzt auch nochmal bei 65, was auch geknackt wurde, die Tage. Also insofern haben wir hier eine Aktie, die, so kann man sicherlich mutmaßen, die 75 auch nochmal anlaufen werden, wenn der Goldpreis sich hier weiter so stabil zeigt, wie er eben ist. Und insofern haben wir bei Newmont eine Aktie, die als Minenbetreiber davon natürlich profitiert. Steigende Edelmetallpreise, steigende Rohstoffpreise oder Metallpreise generell ist natürlich gut. The Williams Companies hatten wir letzte Woche meines Wissens auch mit dabei. Erdgas und Erdöl. Gleiche Situation wie bei Chevron und bei Devon Energy. Kurz vor den Hochs, bei 31 wurden sie ausgemacht. Sieht vom Chartverlauf her bullisch aus. Spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir hier nochmal neue Hochs auch erleben können. Und nehmen wir Regeneron Pharmaceuticals. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass da noch ein sehr experimentelles Medikament im Jahr 2020 von Regeneron hergestellt wurde, wo gesagt wurde, das hilft gut gegen Covid-19. Und dann hat laut eigenen Aussagen Trump sich das im experimentellen Zustand selbst quasi verordnet und hat es eingenommen, was ihm dann geholfen haben soll. Und hier hatten wir, wie gesagt, noch diesen sehr experimentellen Zustand. Danach wurde das Medikament ja auch rausgebracht und hat da dann eben auch dazu beigetragen, dass man die Krankheit nicht nur mit der Impfung, sondern eben auch mit Medikamenten behandeln kann. Regeneron ist hier in einem spannenden Fahrwasser unterwegs, hält sich auch gut in Angesicht dieser Marktlage und muss einfach nur noch ausbrechen. Mit 650 als erstes Niveau, um rauszugehen und dann hier auch nochmal diese Zwischenhochs bei 675 ungefähr. Dann haben wir Kurs Allzeithoch drin. Aber genau das ist es auch mal zu beobachten. Das hier ist sehr korrektiv nach unten. Wenn wir sowas nach unten haben, ist das nicht korrektiv. Wenn wir Aktien so finden, dann sind die prädestiniert für die Watchlist, wenn sie dann eben rausbrechen. Anders als wenn wir hier solche steilen Bewegungen nach unten haben, die fünfwellig sind, denn die werden meistens dreiwellig gekontert, um nochmal fünfwellig nach unten zu gehen. Insofern hier sehr spannendes
Thema. Hier so eine Seitwärtskorrektur, die einfach auch bei der Regeneron gerade stattfindet. Schauen wir doch mal drauf auf relative Stärke zum Index. Wie sieht es denn da aus? Welche Aktien sind denn eigentlich gut unterwegs in Deutschland, in Europa, auch in den USA und schaffen es besser zu laufen als zum Beispiel der DAX, aber vor allen Dingen auch besser als Sie selbst, so ungefähr im Vergleich zu Ihrem 65-Tages-Durchschnitt. Und so sehen wir eben hier keine Überraschung. In Deutschland werden vorhin von der Aurubis, von der Porsche, von der MTU gesprochen, die hier stark unterwegs sind. Wir haben die Commerzbank, die da oben ist. Die Deutsche Bank hat sich da ein bisschen weiter nach unten abgeseilt durch ihren etwas entsprechend steileren Kursabstieg von ihrem Hoch. Wir haben eine Deutsche Rohstoff AG als Nebenwert hier auch irgendwo in der Nähe ihrer 52-Wochen-Hochs und auch aus der Konsolidierung herauskommend stark anziehendes Volumen. Also auch das ist hier spannend. Eine K+S, die sich eben auch weit oben hält, ohne wirklich beeindruckt zu sein von der Krise. Und insofern heißt es da auch immer mal drauf schauen, wer ist jetzt noch stark, wer kann sich dort gut halten und zieht vielleicht auch auf neue Hochs. Adesso. Wir haben viele Tech-Werte, die ziemlich schlecht sind, ziemlich schwach sind im internationalen Umfeld. Wir haben eine Adesso, die fast nach oben zieht, die hier aus ihrer Konsolidierung raus will. Und das ist natürlich ein Zeichen, wenn wir hier einen Tech-Wert haben, der anders als viele andere, die 20, 40, 60, 70% verloren haben, hier einfach nach oben geht. Und Adesso zeigt genau das. Das ist wirklich das, was man eigentlich in dieser Situation sehen möchte. Schauen wir mal nach Europa. Da sehen wir auch Banken, immer häufig oben, Banco de Sabadell, ähnliches Chartbild wie die Deutsche Bank. Wir haben die Commerzbank hier gesehen, wir haben eine Banco BPM, auch ähnliches Bild wie die Deutsche Bank. Also das zieht jetzt gerade alle so ein bisschen nach unten. Wir haben aber eben grundsätzlich der positive Zinstrend, der hier den Banken natürlich hilft. Dann haben wir Ipsen, die haben wir vorhin schon gesehen. Wir haben sowas wie die BAP Group, die man sich da auch anschauen sollte in dem aktuellen Umfeld, die hier auch nicht weit weg sind von ihren 52-Wochen-Hochs. Und wenn man solche Listen immer wieder anschaut, dann sieht man eben, wo sind gerade die Favoriten an der Börse. Und da haben wir dann eben solche Werte. Shell auch als Beispiel, ja, so wie total schon etwas besser unterwegs. Die machen, haben gestern sogar neue Hochs gemacht. Also es gibt hier eben immer wieder viel zu entdecken, auch in und gerade in für Indizes Krisenzeiten. Welche Aktien kommen A am schnellsten wieder aus der Krise? Welche spüren so eine Krise gar nicht, charttechnisch gesehen? Und welche machen vor den Indizes ihre Tiefs und ziehen dann schon wieder nach oben? Das kann man hier, wenn man sich die Charts immer anschaut, auch ablesen und sich anschauen. Und dann kann man eben auch schnell dabei sein. Das ist das Gute an solchen Listen. RSL steht für relative Stärke nach Levy. Und wie gesagt, da wird sich einfach angeschaut, wie steht eine Aktie im Vergleich zu ihrem 65-Tages-Durchschnitt als Beispiel. Und wenn der Wert über 1 ist, sind wir über diesem 65-Tages-Durchschnitt. Wenn er weit über 1 ist, sind wir entsprechend weiter drüber. Und hier hat dann eben der Levy, so hieß er früher, mal entsprechende Ranglisten gebildet und dann immer wieder die Top 3 beispielsweise für sich dann ins Depot gelegt, 6 Monate gehalten. So hat er es damals gemacht. Das ist auch schon wieder 30
beziehungsweise 40 Jahre her, als er das gemacht hat. Das kann man heutzutage sicherlich auch anders halten. Halbes Jahr im Depot gehabt, dann wieder umgeschichtet. Ja, und hier in den USA, wenn wir den S&P 500 uns anschauen, sehen wir eben auch Ölwerte. Marathon Oil, Halliburton, Schlumberger, Occidental Petroleum, Devon Energy, Mosaic, EOG Resources, Exxon, Hess Corp und so weiter. Alles im Öl- und Gasbereich unterwegs, alle eben hier ziemlich weit oben. Das sind eben die Werte, die aktuell sehr gut funktionieren. Natürlich ob des Ölpreises, natürlich auch ob der Krise da derzeit. Und ich sehe gerade auch, Wilfried schreibt beispielsweise, BP macht jetzt auch Öl aus Frittenfett aus dem Emsland oder auch anderen Abfällen. Und da sehen wir eben auch, wie sich das Ganze wandelt. Synthetisch hergestellte Kraftstoffe, und das dürfte auch im Fokus stehen, gerade wenn wir uns hier energietechnisch in Europa von Russland emanzipieren wollen, dann muss das Thema auf den Tisch, gerade auch in Deutschland, wenn hier die Grünen immer dagegen wettern, da kommt man nicht dran vorbei. Man kann ja nicht auf jedes Haus ein Windkraftwerk stellen oder in Tälern ohne Sonne Solaranlagen platzieren. Das funktioniert einfach nicht. Man muss hier einfach denken, wie funktioniert ein solcher auch Schritt der Energiewende am besten, am geeignetsten, ohne zu viele wirklich Nebenkriegsschauplätze, auch wenn das Wort jetzt vielleicht nicht das Beste ist, was ich gerade wähle, aufzumachen, nämlich dass dann die ganze Bevölkerung leidet unter exorbitant hohen Preisen. Ja, und hier bei den Tech-Werten sehen wir, dass eigentlich nicht viele Tech-Werte oben sind. Im Nasdaq 100 nämlich. Wer ist auf Platz 2? Kraft Heinz. Wer ist auf Platz 1? Activision Blizzard als Gaming-Aktie, aber auch eben nur, weil Microsoft die übernehmen will. Da steht eben noch das aus, dass es genehmigt wird. Mal gucken, ob es dann passiert. Aber wir sehen Kraft Heinz, Ketchup. Also hier nicht unbedingt Produkte des täglichen Bedarfs, aber Lebensmittel. Die haben natürlich viel mehr als nur Ketchup, sind jetzt hier nach oben geschossen, haben ein sehr gutes Quartal hinter sich, sind sehr optimistisch für das laufende Jahr auch geworden. Und so geht es da erstmal steil nach oben. Das hat mich gefreut als Aktionär. Ja, da bin ich eben auch in meinem Dividendenportfolio unterwegs. Und dann haben wir auf Platz 3 und 4 quasi Hotel- bzw. Buchungsportal, Marriott International und Booking.com oder Booking Holdings. Und so viel Tech ist da gar nicht. T-Mobile kommt als nächstes, eher natürlich im Bereich von Mobilfunk unterwegs. 5G kann man da vielleicht noch sagen, das ist ja auch irgendwas wie Tech, aber das war's. Und dann kommen Keurig, Dr. Pepper, Mondelez als Beispiel. Also wirklich Tech kommt erst viel später. Auch Pepsi ist gar nicht so weit nach unten. Und was man hier auch betrachten muss, hier geht es rapide bergab mit den Kennzahlen, mit der RSL. Ihr seht hier vielleicht 20 Aktien oder etwas weniger, die hier noch über 1 sind. Der Rest ist unter 1, sprich der Rest ist unter dem 65-Tages-Durchschnitt. Das heißt, erst einmal ist das schlecht und die sollte man sich eher nicht betrachten. Ganz unten PayPal, Moderna, Meta, Lucid, Netflix und so weiter. Das sind Aktien, die man jetzt derzeit auch nicht unbedingt betrachten muss, um jetzt hier einen schnellen Turnaround zu bekommen.
vielleicht der ein oder andere Wert, der sich als Sparplan dann eignet, wenn man eben nicht auf das Timing angewiesen sein möchte. Aber immer aufpassen, wo ist Qualität da, wo ist keine Qualität da. Und so haben wir eben die Big Techs, die jetzt auch purzeln. Wir haben Meta vorhin erwähnt. Meta ist hier eben auch auf 52 Wochen tief unterwegs, also so tief wie zuletzt im Sommer oder Frühsommer 2020. Da ging es eben rapide bergab. Netflix mit -1% ist hier eben auch wieder nicht so weit von seinen Tiefs entfernt und macht hier erstmal auch so eine Welle 5 aus, so wie es derzeit aussieht. Also sprich, hier, hier, hier und dann möglicherweise nochmal tiefere Tiefs, dann haben wir 5 Wellen. Dann geht es vielleicht dreiwellig hoch und dann nochmal fünfwellig runter. Da ist die Korrektur erstmal noch nicht ausgestanden bei der Netflix. Aktuell braucht man da gar nicht drauf zu schauen, dass die sich hier besser als der Markt bewegt, auf vielleicht sogar 3-Jahres-Sicht beispielsweise. Und viele, viele weitere. Und jetzt purzelt auch sowas wie eine Tesla. Tesla macht hier neue Jahrestiefs, neue 4-Monatstiefs, neue vielleicht sogar bald 5-Monatstiefs. Also erst sind die sehr spekulativen Werte gebröckelt, wie Zoom, DocuSign, Peloton und so weiter. Und jetzt erwischt es eben auch die großen. Tesla, Meta, PayPal, Nvidia bröckelt runter, Microsoft, Apple. Insofern ist auch hier erst einmal, wenn das so weitergeht, nicht wirklich mit einer schnelleren Erholung im Nasdaq zu rechnen, als es bei den anderen Werten der Fall ist. Im Gegenteil, das kann dann eben auch erst einmal etwas länger dauern. Nvidia zum Beispiel, da hält noch die 200-Tageslinie bis dato. Wenn sie abfällt, wenn hier gebröckelt wird, dann haben wir auch das Thema, die 200-Tageslinie. Sehen wir uns dann von unten an, schauen also nach oben. Und dann sollte sich auch hier eher so etwas Fünfwelliges nach unten entwickeln, als ein Beispiel bei der Nvidia. Hier, zack, dann auch, wie gesagt, so eine Erholungsbewegung, dann nochmal etwas tiefer, um hier auch bewertungstechnisch attraktiver zu werden. Auch wenn ein paar davon wirklich gute Aktien sind, qualitativ hochwertig, auch sicherlich so bezeichnet werden können. Zum Beispiel eine Nvidia, die hier auf Jahre gesehen sicherlich auch eine erhöhte Nachfrage an GPUs hat. Als Beispiel sei da Facebook oder Meta genannt, die ja das Metaverse dann mitkreieren wollen sozusagen. Und dafür mehrere tausend GPUs bestellt hat von Nvidia. Die können davon natürlich durchaus nach und nach entsprechend profitieren. Aber derzeit ist es kein Umfeld für Tech-Werte, ganz einfach. Und von der Bewertung kann man hier durchaus auch noch mal etwas zurückkommen. Auch ein 60er KGV beispielsweise, ein 21er KUV, noch etwas günstiger, umso besser. Ändert nichts daran, dass, wie gesagt, Nvidia ein mittlerweile hervorragendes Unternehmen geworden ist. Aber was eben stark steigt, wird auch immer mal wieder etwas steiler fallen. Auch hier kann man dann zum Beispiel mal schauen, ob das irgendwann mal Kaufkurse gibt. Hier noch eine Apple, -1%. Sie fallen verhaltener, aber fallen eben derzeit auch. Und
sieht jetzt auch wieder fragiler aus als noch vorher. Hier auch das Thema bei der Apple. Sieht auch eher aus, als ob es eine flache Korrektur geben kann, als eine steile Korrektur. Sprich, dass wir hier vielleicht nochmal in Richtung 150 runtergehen als Beispiel, aber vielleicht nicht doch noch so stark mehr. Das sieht derzeit danach aus, weil dreiwellig runter und hier so ein bisschen ein Gezappel nach oben wäre natürlich auch eine gute Geschichte, wenn wir hier irgendwo Halt finden in der Nähe der 200-Tageslinie bei Apple. Aber das heißt eben auch, dass derzeit auch nicht die Big Techs, Nasdaq und Co. und S&P 500 stabilisieren können. Das bleibt derzeit aus. So, ich schaue nochmal auf die Fragen. Herr Kraft-Heinz, zweitbester Tech-Wert. Ist noch eine Frage zu Morphosis. Ja, auch eine spannende Frage bei Morphosis. Machen wir die mal auf. Erstens, wie weit kann die Aktie noch fallen? Also grundsätzlich kann eine Aktie bis auf Null fallen. Das ist vielleicht eine Antwort, die man nicht unbedingt haben will. Aber das darf man nie ausschließen. Und man muss bei Morphosis eben auch sehen, erstens, das ist ja ein Biotech-Wert. Healthcare, Biotech. Und die haben hier aktuell nicht so viel in der Pipeline. Haben eben auch hier, wenn man sich das anschaut, im Vergleich zu 2020, Umsatzeinbrüche gehabt, 327 Millionen hat man 2020 verdient, dann nur noch 172 Millionen und macht einen Verlust. Also die haben hier derzeit einfach nichts, was Anleger anzieht, ganz einfach. Wenn man hier sieht, auch im Jahr 2022 soll vielleicht der Umsatz gesteigert werden, aber der Gewinn soll noch weniger oder noch mehr negativ sein. Das sind solche Themen, da reagiert man allergisch drauf an der Börse, gerade in dem jetzigen Umfeld auch mit Zinserhöhungen und so weiter. Insofern ist das einfach derzeit überhaupt keine attraktive Aktie. Und ob sich da mal wieder was tut mit irgendwelchen pharmazeutischen Mitteln, die dann da irgendwo in irgendwelchen Studien präsentiert und vielleicht per Zulassung dann zugelassen werden, kann sein, aber das ist ja alles einfach der Blick in die Glaskugel, die man da derzeit einfach nicht hat. Und deswegen ist das Ding einfach komplett dann auch abgestürzt von über 140 auf 23. Sicherlich waren da auch immer wieder schlechte Nachrichten mit dabei, dass sich da etwas anders dargestellt hat, als man erhofft hat. Und insofern, also ich stelle mir immer die Frage, wenn ich mir so eine Aktie anschaue, warum zum jetzigen Zeitpunkt kaufen, wenn ich mir das fundamental anschaue und dann eben auch auf den Chart blicke. Und derzeit kann ich da eben keine Argumente finden, in beiderlei Hinsicht nicht. Und insofern hat man hier die Morphosis, die einfach, man muss es so sagen, derzeit keine Socke interessiert. Und die zweite Frage ist, ja, wieso stuft denn die Privatbank Berenberg Morphosis mit bei ein und Kursziel 124. Das sind immer solche Fragen. Ich sage da auch immer wieder gerne Analysten. Da ist halt die Frage, ob man die Analystenmeinung nimmt oder ob man nicht sofort einen Würfel nimmt. Das ist dort
Auch immer so eine Sache, womit die dann da rechnen und ihre eigenen Fantasien dann da ausleben, von wegen, ja, wenn das kommt und so, dann ja, aber wenn nicht, dann eben doch 0 Euro oder 10 Euro oder sonst was. Das ist immer so eine Sache. Die Analysten haben nicht mehr Informationen als man selbst in der Regel. Die schauen sich die Quartalsberichte an, die schauen sich die Jahresberichte an, die schauen sich die Guidance an, die haben ihr Discounted Cashflow Modell, die treffen irgendwelche Erwartungen und daraus kommt dann eine Zahl. Und wenn die eben nichts anpassen, auch selbst wenn Morphosis schlechte Sachen präsentiert, dann wird man eben das Kursziel auf 124 oder was das war, belassen. Discounted Cashflow Modell mit Erwartungen gespickt, die hier die Aktie derzeit einfach nicht erfüllen kann. Und deswegen ist die Aktie da, wo sie ist. Und deswegen reagieren Analysten auch häufig eben erst, wenn was passiert ist. Sprich, wenn Quartalszahlen rausgekommen sind, die Aktie war hervorragend, ist um 20% gestiegen, dann wird das Kursziel plötzlich danach auf den aktuellen Wert angepasst. Ja. Dann braucht man eben auch nicht diese Analysten. Und ein Discounted Cashflow Modell, dazu werden wir dieses Jahr auch noch ein Webinar sehen, kann man selbst machen. Ja, ein paar Ex-Dates, also Ex-Dividenden, die jetzt noch relevant werden in den nächsten Wochen. Wilfried hat mich da versorgt mit einigen amerikanischen Unternehmen, also beispielsweise am Freitag Dow Inc. Schüttet wieder aus, gibt ja PA-Rendite von 4,6%. Northrop Grumman schüttet aus oder ist zumindest Ex-Date am 25. Das Payment-Date am 11. bei Dow und bei Northrop Grumman am 16. März. McDonald's kommt als großes Unternehmen, Ex-Date am 28. Februar und das gezahlte Datum am 15. März. Lockheed Martin, 28. und 25., also 28. Februar, Ex-Date und 25. März wird dann eben ausgeschüttet, kommt dann eben an auf den Depots. Goldman, am 1. März mit dem Ex-Date als Beispiel, Nvidia am 2., Pepsi am 3., Kimberly-Clark am 3., BlackRock am 4. März. Also steht einiges an in den nächsten zwei Wochen oder einer Woche. Wir haben ja nächste Woche schon den 3. März auch. Und das war es zumindest jetzt erstmal von den Ex-Dates. Was ist mit Warta? Steht jetzt hier noch als Frage. Tja, was ist mit Warta? Warta konnte ja die Erwartung nicht erfüllen, haben Ausblicke gebracht für die Jahre, für das Jahr 2022, der nicht so gut war. Das hatten wir hier dann zum Beispiel auch und Warta entwickelt sich dort eben erstmal nach unten. Die können also nicht liefern derzeit und wer nicht liefern kann, der wird eben an der Börse auch erstmal nicht positiv beachtet. Derzeit ist die Warta in einem Abwärtstrend. Das kann man hier erstmal nicht anders sagen. Der Aufwärtstrend, der längerfristiger Aufwärtstrend, der wurde hier gebrochen, als wir unter die 100 gekracht sind. Wir sind also alles andere als im ruhigen Fahrwasser bei der Warta und in wirklich positiver Aussicht, wenn man sich hier das Ganze charttechnisch mal anschaut. Wir haben jetzt hier so ein bisschen Stabilisierung auf dem aktuellen Kursniveau von ja, 85 hier bis eben hinauf zum aktuellen Kurs, aber so wie sich der Chart darstellt, sieht das nicht nach Stärke aus, die sich die Warta jetzt aufbaut, sondern auch hier eher wahrscheinlicher, dass wir nochmal tiefere Tiefs an der Stelle sehen.
Insofern viel mehr gibt es dazu derzeit nicht zu sagen. Die Aktie hat auch technisch gesehen nicht die Dinge, die man vielleicht gerne sehen wollen würde, beispielsweise, dass sie sich über gleitenden Durchschnitten bewegt. Wir sind hier einfach perfekt in einer Abwärtsbewegung und insbesondere als wir hier das jetzt hier gemacht haben, der Wechsel insgesamt der Position der gleitenden Durchschnitte. Wir haben jetzt ganz oben den langfristigen, die 200-Tageslinie ganz oben, die 100-Tageslinie in der Mitte und die 50-Tageslinie, der kürzeste, da unten. Wenn wir in guten Fahrwasser unterwegs sind, ist das alles genau umgekehrt. Da ist die 50-Tageslinie ganz oben, die 100-Tageslinie in der Mitte, die 200-Tageslinie ganz unten. Und Warta ist derzeit eben, wie gesagt, im Abwärtstrend. Wir haben hier Kursschwäche dabei. Sie ist auch deutlich nicht stärker als der DAX und dürfte sich eben diese Schwäche auch noch weiter fortsetzen. Nächstes Unterstützungsniveau ist hier bei unter 80. Da sind wir eher im Bereich von 73 unterwegs. Und da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es eben auch dahin geht derzeit. Warta ist eben auch leider kein Qualitätsunternehmen, wo man sagen kann, jawohl, da kann ich ja blind zukaufen, wenn die fällt, sondern Warta ist ein im besten Falle Wachstumsunternehmen, wo eben in den letzten Jahren leider auch Kratzer bei der Wachstumsstory dabei waren, wo auch diese Themen nicht geholfen haben, dass sie Fördermittel bekommen. Und so ist das Wachstum etwas kleiner geworden, als man das ursprünglich wollte. Und das ist eben auch so eine Sache. Hier seht ihr, von 2019 auf 2020 haben wir ein Umsatzwachstum von über 100% gehabt, ja, über wahrscheinlich schon fast 150% gehabt. Wir haben immerhin ein Gewinnwachstum von knapp 100% gehabt. Und jetzt von 20 auf 21 ist das Wachstum nicht mal 10% und im Gewinn vielleicht etwas höher. Aber das heißt also, man schafft es nicht, weiter zu wachsen und kontinuierlich zu wachsen, sondern sehr, sehr unregelmäßig zu wachsen. Und das ist gerade das Problem. Da sind andere Werte durchaus spannender, die eben das besser machen als die Warta, was das Thema Wachstum angeht. Und daher eben auch der Kursabschwung, unter anderem fundamental begründet, weil wir eben die hohen Wachstumsraten nicht halten konnten, auch das, was das Unternehmen sich eigentlich vorgenommen hat, nicht halten kann. Und so kann sich die Aktie eben da durchaus entsprechend halbieren. Auf dem Weg dazu ist sie ja schon, wenn wir uns hier die 160er Hochs von dem, ja, von dem August 2021 anschauen. Also auch derzeit Warta spricht nicht so viel dafür, dass die sich jetzt hier kurzfristig erholen wird. Kraft-Heinz, schreibt Wilfried gerade, auch am 10. März als Ex-Date. Da gibt es also auch dann danach irgendwann eine Dividendenausschüttung. 1956. Heute mal nicht überzogen, dann belassen wir es doch einfach dabei. So muss ja auch mal passieren, dass ich nicht überziehe und daher beenden wir das an der Stelle. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Erfolgreiche Trades und Investments. Denkt immer dran, Korrekturen und Bärenmärkte als Chancen zu begreifen. Dann sind wir hier sicherlich gut unterwegs für die Zukunft. Und euch noch eine schöne Woche. Macht's gut.